Willkommen zurück zu Control. Ich vermute, es ist Finalzeit. Gerade noch kurz beseitigen. Wer war das? So, dann reinigen wir das Ding hier. Ich vermute, das wird jetzt dann noch eins höher gehen und noch eins höher. Oder das wird einfach nur alles richtig kaputt machen. Meine Maus lässt sich jetzt. Hoho. Don't do me dirty. Come on. Kommen wir da nicht hoch. Natürlich kommt man da hoch. Ah, den darf ich nicht steuern. Zu wenig Energie, slash keine Energie. Keine Energie. Hei, 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 hei. Ich kann sagen, das muss noch wehtun. Das nächste sauber machen, bevor die hier anfangen zu spinnen. Ey. Bist du ein Sniper? Ja, du bist ein Sniper. Habe ich ihn getroffen? Nee. Dass sie da immer sagt, geh weg von mir. Wollen wir noch ein bisschen leben? Don't worry, I'm on my way. Oh, Jesus. So ein Mist. Aua. Okay. An die Birne. Nicht runterfallen. Ja, bringt noch mehr. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Oh.
Oh, das sind die Agenten, die hier verloren gingen. Stress. Und weiter. Ich wollte gerade sagen, theoretisch geht es jetzt nicht mehr weiter hoch, aber scheinbar doch. Gelange zu Polaris. Wer ist hier noch? Wie komme ich da hin? Und wo ist die? Wahrscheinlich da drin, ha? Huh? Okay. No. The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Please. I can't let this happen! Please. Please. I just want to see him. No, I can't see him. Oh no. No. Come on. Das ist ja richtig gemein. Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht. Oh, ist das gemein. Das Ende ist gemein. Na, das ist vielleicht gar nicht das Ende. Was zur Hölle? Oh, what? What the hell? Es kommt keine Musik und nichts, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich hatte schon den Verdacht, dass Polaris uns beschützt, aber dass wir sie zerstören? Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau is the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, and she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? What? Yo. Man hat Langston und Erish gehört. Please give me a chance. I can do better. What? Okay. Kaffee holen. Briefe. Oh, come on. Boah, ist das fies. Ist das die Wahrheit? Vielleicht? Dass wir in Wirklichkeit einfach nur so eine Sekretärin sind, die da rumläuft und Dinge verteilt. Und sie sich aber wünscht, dass wir die Direktorin wären und alles so krass abgeht. Das wäre vielleicht sogar mal ein cooler Denkansatz. Oh, aber voll stressig. Und dafür hat sie die falschen Schuhe an. Das sind die normalen Schuhe, die sie hat, besser.
you for giving me a chance. What the hell? Post. Welche Kaffeetassen? Kopieren. Machen wir zuerst kopieren. Oh, ist das gemein. Überbringe die Post. Muss man da schnell sein? Scanne die Formulare. Wow. Wo sind die Kaffeetassen? Die Kaffeetassen haben wir noch nicht gefunden. Ich will die Kaffeetassen noch kurz machen. Aber ich sehe keine... Ah, Kaffeetassen. Dass wir jede Aufgabe wenigstens einmal gemacht haben. Das sind nicht alle? Wo sind mehr? Hier ist Post. Wo sind mehr Kaffeetassen? Kaffeetassen. What the hell are you doing? Mehr Kaffeetassen. Geht's mal dahin. Are you sure you are not lost? Hallo. Maybe you can find yourself in the director's office. Alles in schwarz-weiß, nur seine Haut nicht. Not now. I'm busy. Come back later. Sorry. Mano, ich krieg die Kaffeetassen nicht zusammen. Eventuell. Doch, kriegen wir. Hallo. Schön weiter trinken. Der Sound ist cool. Whoop. Aha, hallo? Okay. Jetzt übernehmen wir die Kontrolle. Aha, sie hat gerade was von Sekretärin gesagt und Post persönlich bringen. Oh. Ich hoffe, wir haben die Post schon in der Hand. Just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. So, please, take the outgoing mail as well. Thank you. Was zur Hölle? Das ist voll abgefahren. What? What is happening? Oh, this... whoa. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Oh no. Why can't I feel you? Something I can't think. Oh, I'm lost. Oh crap. Where are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. Machen wir die Post noch mal. Das ist ja mal krass. Vielleicht ist der Alltag einfach scheiße. Und sie hat keinen Bock mehr drauf. Könnte ich irgendwie nachvollziehen. Wenn man einen Job hat, den man nicht mag. Ich würde auch nicht den ganzen Tag nur Post überbringen, scannen und Kaffeetassen aufräumen wollen. What the hell? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Da sitzen jetzt irgendwelche Hiss rum.
Bürokraft 1. Nicht mein Name. Aber yo, die Pflanze ist gerade kaputt gegangen. Was machst du da? Oh nein, die fangen schon an so rumzuhissen. Okay, ich suche jetzt erstmal den Punkt, wo wir die Kontrolle eventuell übernehmen können. AKA die Post zum Direktor bringen. What? You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. I must act. Okay. Warte mal, the rule of three. Pepini und Co. The hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. Dylan ist die Enemy. Würde ich jetzt mal behaupten. This is all inside my head. Yo. The hiss coming in. I'm trapped in here. They're taking over. So. Nein. Fuck this shit. Du bist ein Wurm. Vielleicht muss man das auch dreimal machen, so wie mit dem Hotel. I will find a way to push them out. Okay, unsere Kräfte sind auch nicht da. Lach nicht. I need my gun. Okay, mal gucken, was passiert. I know what I must do. Start at the beginning. Kabam. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Hello. This is Dr. Casper Darling. What? I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. Holy crap. Jetzt die Stimme, ey. Ich muss hier weg. Nein! Die Stimme ist voll creepy. Dr. Darlings. Oh nein, wo war das Büro? Zentrale Forschung. Kommen wir da irgendwo hin? Ah, Geschäftsleitung. Ah, hat er vielleicht hier ein Büro? Da ist das Director's Office. Da ist noch der Trench sichtbar, nicht mehr wir. Ach, come on. Schick mich ins Motel. Oh. Dad, I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything.
This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Mein Outfit ist auch weg. Und ich frage mich, ob man die Türen hier irgendwann mal aufmachen kann oder darf. So wie die hier. Okay, wieder im Motel. Ist eine Tür offen? Nein. Okay. Ah, es ist nur dunkel. Really? No way, was? Oh, come on. Im Ernst? Was zur Hölle ist los mit dem? What the hell? Jesse ist Dynamite. Okay, raus hier. Hä? Ich gehe nur kurz kontrollieren. Hä? Polaris grow bigger. Visit ordinary where nothing ever is. Wo ist die? Da. Jesse Faye, what the hell? Okay. Hat sich krass viel geändert. Dann machen wir doch die Tür mal auf. Grow brighter around one constant. Jesse Polaris. They revolve. Hadron is dead, but you're alive here in me. Maybe Hadron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there. And she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hadron dead, the Hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Ha. Ich bin sprachlos. Und ich weiß nicht, wie lange das Ganze jetzt noch geht, aber ich würde hier nochmal eine Pause machen. Und in der letzten Folge, beziehungsweise in der nächsten Folge, dürfte das ja dann das Ende werden. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.